Sissys Verschleiß an Zofen ist groß und der Prozess der Begutachtung für die Neue eine echte Herausforderung. Aber Sandra Hüller weiß sich als Gräfin Irma von Starei zu behaupten. Können Sie turnen? Bitte was? Am Barren? Am Reck? Ach, turnen, ja, das mache ich eigentlich die ganze Zeit, also ständig. Nicht Wien, sondern Korfu ist ihr Dienstort. Und die ungewöhnlichen Anforderungen ihrer eigenwilligen Arbeitgeberin bekommt sie gleich bei der Ankunft zu spüren. Und? Die Sissi-Idee kam, weil ich die alten Sissi-Filme mit meiner Tochter gesehen habe und habe festgestellt, dass die Filme eigentlich gar nicht so schlecht sind, wie ich dachte. Und dann hat meine Tochter angefangen, mir Fragen zu stellen über Sissi. Ich wusste gar nichts über sie und habe dann in einer Nacht alles gelesen über sie, was ich im Internet erstmal finden konnte. Und habe dann gesagt, das wird mein neuer Film. Das Tagebuch der Zürfe Irma lieferte das Material. Gespielt wird die von Sandra Hüller. Sie können bleiben. Vielen Dank, da wird sich meine Mutter sehr freuen. Susanne Wolf spielt die Kaiserin. Die beschreibt Finsterwalde als eine Frau, die ihre Umgebung verunsichert, aber eigentlich auf der Suche ist nach sich selbst, nach einem Leben jenseits der protokollarischen Etikette. Und doch bleibt sie gefangen in ihrer Rolle als Kaiserin. Sie als seine Freundin kann ich das nicht erlauben. Du bist nicht meine Freundin. Alle diese Hofdamen waren sich in ihren Berichten einig, dass sie eigentlich wirklich sie über alles lieben. Also große Liebeserklärung. Und ich habe mich dann gefragt, wie geht das zusammen? Also wie kann man jemanden lieben, der zum Teil auch wirklich ziemlich hart umgeht mit ihrem Umfeld, dann aber auch wieder unglaublich lebendig und mitreißend ist. Der Tonfall des Films ist modern und immer auch humorvoll. Ich wollte eigentlich fast gar keinen Dialog haben im so rumsitzen und sprechen, wie man sonst kennt in historischen Filmen, sondern einfach sehr viel gehen, reiten, wandern, also alles in Bewegung. Wer sich an die junge, wilde Sissi aus Possenhofen erinnert, entdeckt sie hier vielleicht in der erwachsenen Sissi wieder. Dass sie ihre Rolle als Kaiserin eben nicht entfliehen kann, auch das erzählt der Film bis zum bitteren Ende. Es ist das letzte Mal. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich werde in diesem Leben nicht wieder an den Hof zurückkehren.